Meine Damen und Herren, fantasievoll und visionär war das, was sich meine Drehbuchautoren ausdenken sollten. Fantasievoll und ganz besonders visionär war auch das, was sich Drehbuchautoren einer amerikanischen Fernsehserie ausgedacht hatten. Ein Auto, das denken kann. Ein Auto, das seinen Fahrer vor Gefahren warnt. Ein Auto, das seine Umgebung beobachtet und mit dem Fahrer spricht. Das war vor genau 30 Jahren. Diesen Zeitraum hat Herr Wissmann auch gerade erwähnt. Und die Serie, die ich meine, hieß Knight Rider. Sicher kein Meilenstein der Fernsehunterhaltung, aber das Auto konnte sich wirklich sehen lassen. 1985 lief die Serie erstmals im deutschen Fernsehen. Das war wohlgemerkt noch zu einer Zeit, als das Internet noch keine wesentliche Verbreitung hatte und auch die Mobiltelefone sozusagen noch in den Kinderschuhen steckten. Wer hätte damals gedacht, dass die Realität die Vorstellung einholen würde? Denn das Auto der Zukunft wird zwar, anders als das Auto des Serienhelden, keine Schleudersitze haben, keinen Geldautomaten, leider, und auch keine Enterhaken, kommunizieren, beobachten, ein Teil selbstständig fahren, sich auf seinen Fahrer, die Fahrerin einstellen, beim Bremsen helfen. All das aber ist heute schon Realität oder wird in den nächsten Jahren kommen. Und zwar in Serienautos auf der Straße. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen, auch meinerseits willkommen hier in Frankfurt. Und Frankfurt gibt mir ein anderes Stichwort zu diesem Kongress. Frankfurt, die Heimat der größten Automobilausstellung der Welt, der IAA, und Ford in Köln, der Europazentrale und Deutschlandzentrale von Ford. Was trennt Köln und Frankfurt? Genau eine Minute. Dieser Kongress hier in Frankfurt ist um 11.10 Uhr eröffnet worden. In Köln wäre er natürlich um 11.11 Uhr eröffnet worden. So viel zu Tradition und Brauchtum, nun wieder zur Vision zurück. Visionär sollte nämlich meine Rede möglichst sein. Das hat mir der Veranstalter zur Vorbereitung mit auf den Weg gegeben. Und ich möchte dieser Bitte natürlich auch nachkommen. Aber sehen Sie mir bitte auch nach, wenn ich nicht zu weit in die Zukunft blicke. Ich gehöre zwar beileibe nicht zu denjenigen, die sagen, wenn ich Visionen habe, gehe ich zum Arzt. Aber es ist doch einfach, zu viele Beispiele gibt es dafür, dass Menschen eben nicht immer ganz richtig liegen, wenn Sie meinen, etwas Visionäres über die Zukunft sagen zu müssen. Und ich habe auch ein schönes Beispiel dafür. Das Auto hat keine Zukunft, ich setze aufs Pferd. Das war so eine Aussage. Sie stammt von keinem Geringeren als von Kaiser Wilhelm II. So kann man sich irren. Wie wir heute alle wissen, kam es anders. Die Erfolgsgeschichte des Autos ist hinlänglich bekannt. Aber selbstverständlich mache ich mir Gedanken über die Zukunft des Autos und der Mobilität insgesamt. Das tun viele, wir bei Ford, wie bei allen anderen Herstellern und Lieferanten. Vor allem aber auch die Designer bei Ford, die Techniker, die Ingenieure und die Wissenschaftler machen sich ein Bild der Zukunft und gestalten sie tatkräftig mit. Klar ist, angesichts des weltweiten harten Wettbewerbs der Automobilindustrie ist das auch absolut unverzichtbar, denn der derzeitige Wandel ist immens und die Herausforderungen sind zahlreich. Innovativ zu sein ist also schlichtweg ein Muss. Und das betrifft alle Bereiche der Fahrzeugentwicklung. Denn der Wandel verändert nicht nur die Art und Weise, wie Autos angetrieben werden, sondern auch die gesamte Fahrzeugkommunikation, die Elektronik, die Assistenzsysteme, die Sicherheit. Das bedeutet, dass nicht nur die Automobilhersteller, sondern auch die Zulieferer von elektronischen Komponenten eine rasante Entwicklung durchlaufen. Bei Ford analysieren wir daher kontinuierlich und intensiv die Trends der Zukunft. Wir führen umfangreiche Studien über Kundenbefragungen durch und wir denken in vielerlei Hinsicht darüber nach und testen aus, was ein Auto in einigen Jahren können sollte. Ich bin überzeugt, unsere derzeitigen Vorstellungen darüber, was ein Auto alles können muss, werden sich grundlegend ändern. Der Autofahrer der Zukunft jedenfalls wird sich nicht nur mit einer geregelten Klimaanlage oder elektrischen Fensterhebern zufrieden geben. Ich weiß allerdings auch, dass so mancher Autofahrer neuen Entwicklungen und Technologien eher skeptisch gegenübersteht. Auch darum müssen wir uns kümmern. Die Menschen haben Bedenken, irgendwann nicht mehr Herr im eigenen Auto zu sein, den Spaß zu verlieren oder vielleicht auch überfrachtet zu werden mit Informationen oder
gar viel zu transparent für ihre Umwelt, was wir eben gerade gehört haben. Dennoch bin ich ganz sicher, wir werden uns alle mit der Zeit auch an die neuen Entwicklungen und Technologien gewöhnen, die zurzeit noch fremd sind oder eben visionär. Und wir werden sie vor allem deshalb zu schätzen wissen, weil sie unser Leben ganz einfach leichter machen, angenehmer, sicherer und unsere Lebenswelt, die wir uns aufgebaut haben, auch in die Mobilität mit einbringen. Ein wenig ist das vielleicht so wie bei der Einführung von Sicherheitsgurt, Airbag oder auch ESP. Auch bei deren Start gab es ja durchaus auch kritische Stimmen, ob das denn nun alles so sein müsse. Ein bekanntes Nachrichtenmagazin beschrieb die damalige große Angst vor dem Sicherheitsgurt vor einiger Zeit mal so: Männer fürchteten um ihre Freiheit, Frauen um ihren Busen, am Ende spaltet der bizarre Glaubenskrieg eine ganze Republik. So wird es nicht kommen, aber sicherlich wird es auch erhebliche Diskussionen geben, wie weit wir gehen wollen, müssen, können oder auch sollen. Nun, das ist heute unvorstellbar, denn der Sicherheitsgurt und Airbag gehören zum Standard, nicht mehr wegzudenken. Jedes Auto hat ja heute schon mehr Elektronik und Bits und Bytes an Bord als alle James-Bond-Autos zusammen. Ich bin gerade deshalb fest davon überzeugt, dass es mit vielen unseren Technologien auch so gehen wird. Ihre Nützlichkeit ist aus meiner Sicht so immens groß, dass auch sie in wenigen Jahren zum Standard gehören werden. Ein Auto, das zeigt, wohin die Reise geht und wie weit wir heute schon sind, ist der neue Ford Focus. Denn wussten Sie, dass dieses Auto bereits mit Lasertechnik, Kameras, Infrarotsensoren und Radar ausgestattet ist? Der Ford Focus zeigt damit beispielhaft, dass das Automobil derzeit einem so großen Wandel unterliegt wie nie zuvor und das eben nicht nur in kleinen, speziellen Segmenten, sondern sehr wohl auch in großen Volumensegmenten. Und dieser Wandel betrifft auch nicht nur die Antriebe. Dieser Wandel betrifft auch alles andere, was unter der Haube oder im Fahrzeuginneren passiert. Tatsache ist, kein anderes Auto in seinem Segment hat heute schon so viele Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme wie der neue Ford Focus. So haben wir dieses Modell unter anderem mit einem Verkehrsschilderkennungssystem ausgestattet, mit Einpark- und Spurhalteassistent, einem Müdigkeitswarnsystem, Totenwinkelassistenten sowie mit einem sogenannten Active City Stop System, das Kollisionen im Stadtverkehr wirksam verhindern kann. Und das ist, wie gesagt, noch nicht alles. Die Entwicklung geht weiter und so werden Ford Focus-Kunden ab dem kommenden Jahr die ersten Kunden in Europa sein, die zur weltweiten Markteinführung in den Genuss der neuen Sync-Technologie von Ford kommen werden. Sync ist, wie ich finde, eine intelligente, sichere und einfache Lösung und Schnittstelle, um dem Autofahrer die Möglichkeit zu geben, die Technologie in seinem Fahrzeug sozusagen mit dem Leben in der digitalen Welt zu verbinden. Und gerade darum geht es ja zuvorderst in Zukunft, nämlich all das, was wir an digitalem Leben zu Hause, im Büro und unterwegs heute schon haben, so intensiv nutzen, sozusagen dann auch ins Auto zu bringen und vor allem alles gekonnt und nahtlos miteinander zu verknüpfen. Wenn Sie in Zukunft aber alle Geräte im Auto auch bedienen wollen, angefangen beim Mobiltelefon über Navigation bis hin zum Internet, dann brauchen Sie eine Technologie, die das eben möglich macht. Und Sync ist eine solche Technologie. Denn mit Sync kann der Fahrer alle Geräte bedienen, ohne seine Hände vom Lenkrad und seine Augen von der Straße zu nehmen zu müssen. Sync ermöglicht es dem Fahrer, in Verbindung mit dem sogenannten MyFord Touch komfortabel wichtige Funktionen mittels Freisprecheinrichtung durch Sprachbefehle zu steuern. Herzstück von Sync ist dabei eine Softwareplattform von Microsoft mit den neuesten Tools und Technologien, die heute auf dem Markt sind und die wir gemeinsam in den vergangenen 5 Jahren entwickelt haben. In den USA haben wir die Sync-Technologie schon eingeführt und dort bereits mehr als 3 Millionen Mal verkauft. Sync fehlt dort mittlerweile fast in keinem Neuwagen von Ford. Und ich bin sicher, auch in Europa wird sich Sync durchsetzen. Wir rechnen damit, dass in Europa bis 2015 etwa 2 Millionen Fahrzeuge mit Sync ausgestattet werden. Und im Übrigen, 80% aller Nutzer von Sync in den USA sind hochzufrieden und mehr als 50% aller Käufer eines Fahrzeuges mit Sync haben gesagt, dass Sync ein kaufentscheidender Grund überhaupt war, sich für dieses Auto zu entscheiden. Der Schlüssel bei Sync ist die Sprachsteuerung. Und das bedeutet, Sie sprechen mit Ihrem Auto und Ihr Auto kann Sie verstehen und auch umsetzen, was Sie möchten.
Das ist technologisch natürlich sehr anspruchsvoll, aber es funktioniert und ich verspreche Ihnen, wenn Sie es einmal erlebt haben, möchten Sie das System nicht mehr missen. Nun, was ist anders als bei den heutigen Sprachsystemen? Ganz egal, ob Sie amerikanisches, britisches oder australisches Englisch sprechen, Deutsch, Französisch oder Niederländisch, Arabisch oder Türkisch, Sync erkennt bereits 10.000 Befehle in 19 Sprachen. Und das Schöne ist, es versteht Hochdeutsch, es versteht aber auch Schwäbisch. Und das heißt, Autofahrer in Europa, aber auch weltweit, können die meisten Fahrzeugfunktionen allein mit ihrer Stimme bedienen. Und eine weitere Besonderheit bei diesem System ist, dass der Fahrer nicht vorgegebenen Befehlen folgen muss, so wie wir das heute aus vielen Sprachsteuerungssystemen kennen, sondern er kann ganz einfach sprechen, sehr intuitiv, wie zum Beispiel zu Hause anrufen, und dann ruft er zu Hause an. Oder wenn die Musik spielt, der CD-Wechsler an ist, dann zu sagen, und jetzt bitte den Jailhouse Rock, und dann kommt er auch. Also viel einfacher als das, was wir heute kennen, auch bei der Navigation vorgegebene Stufen müssen nicht mehr akribisch eingehalten werden. Man kann eine Adresse einfach so, wie man sie im Kopf hat, sagen und das Navigationssystem nimmt sie an und wählt die Route und führt sie zum Ziel. Via Bluetooth kann sich Sync mit Mobiltelefonen verbinden, kann Kontaktdaten aus Ihrem Mobiltelefon automatisch übertragen oder auch SMS empfangen und auch vorlesen. Und nicht nur das, aus einer Liste vorgegebener Antworten kann dann sogar mit Hilfe eines Sprachbefehls schnell eine Antwort per SMS zusammengestellt und verschickt werden. Einfach und zuverlässig per Sprachbefehl und absolut sicher, weil Sie die Hände nicht vom Lenkrad nehmen müssen und die Augen nicht von der Straße. Besonders wichtig ist allerdings auch, dass das System von allen sicherheitsrelevanten Systemen im Fahrzeug abgekoppelt ist. Und auch hier haben wir eine Lösung gefunden, so läuft Sync sozusagen in einem eigenen abgegrenzten Bereich und kommuniziert nur über eine Firewall mit der restlichen Elektronik an Bord. Und weil das so ist, da können Autofahrer vollkommen beruhigt sein, hat auch ein möglicher Ausfall des Betriebssystems keinen Einfluss auf die anderen Funktionen des Fahrzeugs. Überdies ist das System sogar in der Lage, sich selbst zu warten und arbeitet somit, das zeigen auch die bisherigen Erfahrungen, dauerhaft sicher und zuverlässig. Selbst das Thema Internet hält mit großen Schritten Einzug ins Auto und auch hier setzen wir bei Ford auf Sync. Denn die Technologie ist in der Lage, das Auto sozusagen in einen mobilen Hotspot zu verwandeln. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein USB-Webstick oder ein via Bluetooth verbundenes Smartphone. Und Sync ermöglicht dann kurzerhand den drahtlosen Internetzugang für bis zu 5 Geräte im Auto. Natürlich setzt der zunehmende Anteil an Unterhaltungselektronik und Software im Auto einem Autohersteller gewissermaßen auch unter Druck. Das stimmt, denn es ist hinlänglich bekannt, dass die Entwicklungszyklen der Verbraucherelektronik weitaus kürzer sind als die der Automobiltechnologie. Wir wussten von Beginn an, dass das System also sehr flexibel und im Fahrzeug upgradefähig sein muss, damit unsere Kunden es auch über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeuges nutzen können. Denn während ein Autofahrer ein Fahrzeug vielleicht 5, 6, 7, 8 oder auch 10 Jahre nutzt und es selber 20 Jahre lebt, hat er in derselben Zeit möglicherweise schon 5 verschiedene Smartphones oder noch mehr in seinem Besitz gehabt. Ford und Sync ist deshalb so konzipiert, dass es durch regelmäßige Software-Upgrades, ob beim Ford-Händler oder per Download von zu Hause, auch langfristig eine Führungsposition unter den Kommunikationslösungen einnehmen wird. Das war uns ganz besonders wichtig. Der Kunde kauft heute kein Auto mit einer Technologie, die up-to-date ist und morgen schon outdated. Sie kann immer wieder upgedatet werden. Meine Damen und Herren, die Elektronik hält aber nicht nur in puncto Annehmlichkeit und Komfort Einzug ins Auto und auch gerade beim Thema Sicherheit kommen weitere neue Technologien und Innovationen zum Einsatz. So werden die Fahrzeuge in Zukunft immer stärker sowohl untereinander als auch mit der gesamten Infrastruktur um sie herum kommunizieren. Wir sprechen von Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation und von Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation. Was bedeutet das nun konkret? Ich habe das neue Verkehrsschilderkennungssystem im neuen Ford Focus bereits erwähnt und diese und weitere elektronische
Assistenzsysteme im Auto werden jetzt, kurz gesagt, immer stärker mit komplexen Kommunikations- und Erkennungssystemen verknüpft und erweitert. Wir arbeiten bei Ford mit Hochdruck an dieser weiteren Verknüpfung. Beispielsweise testen wir an einer intelligenten Kreuzung in Detroit in den USA die Möglichkeiten, Ampeln mit Autos kommunizieren zu lassen. Fährt beispielsweise ein Auto fälschlicherweise bei Rot über die Kreuzung, wird ein anderes Auto blitzschnell darüber informiert und der Fahrer kann so eine Kollision vermeiden. Aber auch in Europa sind wir vorne mit dabei, wenn es darum geht, diese Entwicklungen voranzutreiben. So beteiligt sich zum Beispiel das Europäische Ford-Forschungszentrum in Aachen gemeinsam mit anderen Automobilherstellern, Instituten und staatlichen Organisationen an entsprechenden Projekten. Eines, und das hat Herr Wissmann erwähnt, davon ist das Forschungsprojekt Sichere intelligente Mobilität, Testfeld Deutschland, kurz SIMTD. Dabei handelt es sich um einen Großversuch hier im Ballungsraum Frankfurt. Der Versuch läuft noch bis Ende 2012 und das mit insgesamt sogar 400 Fahrzeugen, davon über 60 von Ford. Wie immer bei solchen Versuchen geht es aber darum, die Alltagstauglichkeit von neuen Technologien zu erforschen. Nur dann, wenn wir in die Fläche kommen, nur dann, wenn tatsächlich im Alltag solche Technologien Anwendung finden, dann haben wir zum Thema Sicherheit wieder etwas gewonnen. Es muss im realen Verkehrsgeschehen passieren. Grundsätzlich setzen wir uns bei Ford für einen europaweit einheitlichen Standard in Bezug auf vernetzte Kommunikations- und Anwendungssysteme ein. Dazu engagieren wir uns beispielsweise im Rahmen des von der Europäischen Kommission geförderten Drive C2X-Projekts. Das X steht dabei für Platzhalter für Car-to-Car und Car-to-Infrastructure Communication. Auch bei diesem Projekt arbeiten wir eng mit anderen Automobilherstellern, mit Zulieferern, öffentlichen Institutionen zusammen, um einen gemeinsamen Standard für Verbindungsprotokolle und Nachrichtenformate zu finden. Einheitliche und gemeinsame Standards sind aus unserer Sicht jedenfalls ungeheuer wichtig, denn eins ist doch klar, die Einführung sogenannter kooperativer Systeme kann nur dann erfolgreich sein, wenn die miteinander vernetzten Fahrzeuge auch eine gemeinsame Sprache sprechen. Denken Sie an das Beispiel der roten Ampel. Wenn das eine Auto das andere Auto nicht versteht, dann ist der schnellste Warnhinweis nur noch eins, nutzlos. Ich sagte ja deutlich, wünschenswert wäre aus unserer Sicht ein System, das nicht nur länderweise funktioniert, sondern weltweit eine einheitliche und sichere Kommunikation zwischen Fahrzeugen ermöglicht. Das hat auch mit Markenidentität erstmal gar nichts zu tun. Was man aus den Standards macht, das kann markenindividuell sehr unterschiedlich sein und wird es auch sein. Warum aber genau das, nämlich diese einheitlichen Standards, immer wichtiger wird, zeigt nicht zuletzt eine neue Fahrzeugstudie von Ford, die wir hier auf der IAA präsentieren, das Ford EVOS Konzept. Die Studie, sie gibt erstmals einen hervorragenden Ausblick auf das, was die Zukunft bringen wird in puncto Design, aber vor allem eben auch bezüglich der zukünftigen Technologien im Auto. Das wichtigste Stichwort in diesem Zusammenhang ist Cloud. Dieses Thema ist zurzeit in aller Munde und viele verstehen etwas davon, viele verstehen auch nur den Sinn. Ich nehme an, Sie als Experten können ein Lied davon singen. Der EVOS freilich zeigt, wie die praktische Umsetzung in Zukunft aussehen wird. Grundsätzlich befinden sich in der Cloud, also der individuellen Datenwolke des Fahrers, die beispielsweise über das Internet organisiert wird, alle gesammelten Daten, Termine, Fotos, Filme, alles kann in der Cloud abgelegt werden. Und dass das jetzt nicht nur eine Vision ist, das beschreiben die folgenden Abhandlungen, was alles damit passieren kann und an dem wir heute in unseren Forschungszentren sowohl in Europa als auch in Amerika intensiv arbeiten. Das ist etwas, was unsere derzeitige Forschungsarbeit ausmacht. Und der EVOS kommt bei dieser Cloud jetzt ins Spiel, denn dieses Fahrzeug und auch zukünftige Ford-Modelle können eine drahtlose Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der Cloud herstellen. Und das wiederum bedeutet, Daten, die bisher nur im Büro oder nur daheim nutzbar waren, werden vernetzt, auch nun im Auto abrufbar. Es geht hier nicht darum, in Zukunft nur einfach E-Mails im Auto zu lesen. Dafür wäre das Auto nicht unbedingt der richtige Ort, zumindest wenn man hinter dem Lenkrad sitzt. Im Ergebnis führt die Vernetzung vielmehr aus meiner Sicht vor allem zu einem wirklich individuellen Fahrvergnügen, denn die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich. Wenn man versucht, diese Möglichkeiten zu strukturieren, lassen sich aus meiner Sicht am Ende vier wesentliche Bereiche identifizieren.
Und diese spielen auch eine maßgebliche Rolle unserer Entwicklungsarbeit. Erstens die Personalisierung der Bedienung, zweitens die Optimierung des Fahrerlebnisses, drittens das Wohlbefinden des Fahrers an Bord sowie viertens den optimierten Einsatz intelligent geregelter elektrischer Antriebsoptionen. Und warum wird das alles wichtiger? Nun, abgesehen davon, dass ich in einem Auto wie dem EVOS selbst gern viel Zeit verbringen würde, wenn er nur in der Garage steht, bringen wir alle im Schnitt immer mehr Zeit im Auto zu. Das heißt, wir müssen die Zeit, die wir im Auto verbringen, noch nutzbarer machen und zu einem noch größeren Vergnügen. Ob auf der Fahrt zur Arbeit oder in den Urlaub, beim Einkaufen, summa summarum sind es heute rund 2 volle Jahre, die ein Mensch im Auto verbringt. 2 Jahre seines Lebens. Und ich frage Sie, wollen Sie die in einem Auto verbringen, in dem Sie nicht vollends sich wohlfühlen, in dem Sie nicht das alles tun können, was Sie gerne tun möchten? Ich jedenfalls nicht. Und für Automobilhersteller wie Ford heißt das in der Konsequenz, der Wohlfühlfaktor im Auto muss weiter steigen. Personalisierung und Individualisierung bekommen einen höheren Stellenwert. Das Auto wird für viele Menschen in gewisser Weise zum zweiten Zuhause und dieser Entwicklung müssen wir Rechnung tragen. Unser Ziel ist es daher, unseren Kunden die Zeit im Auto so angenehm wie möglich zu machen, das Auto also immer stärker auf die individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden, das Auto mit der Welt da draußen sozusagen zu verbinden, es noch sicherer und komfortabler zu machen. Das alles ist unser Ziel mit dieser Entwicklung. Was heißt das konkret? Wie zum Beispiel könnte ein Tag eines Autofahrers in der Zukunft ausschauen? Stellen Sie sich dazu zunächst einmal vor, das Auto ist über die Cloud virtuell mit Ihren Daten aus dem Büro und von zu Hause verbunden. Ihr Terminkalender wird also automatisch und nahtlos abgeglichen. Das ist die Basis. Weil nun am Montagmorgen unerwartet der erste Termin des Tages im Büro ausfällt, programmiert sich Ihr ebenfalls mit der Cloud verbundene Wecker am Bett automatisch um, lässt Sie länger schlafen und das Auto erhält darüber eine Meldung und stellt sich auf die Terminverschiebung ein. Das heißt, im Winter heizt es sich dementsprechend termingerecht auch später auf und im Sommer springt die Klimaanlage rechtzeitig zur neuen Abfahrtzeit an und der Wagen ist kühl, bevor Sie einsteigen. Nachdem Sie nun also ausgeschlafen haben, aufgestanden sind, gefrühstückt haben, ist es Zeit, um ins Büro zu fahren. Sie setzen sich in Ihr Auto und das erkennt sofort Ihr persönliches Fahrerprofil. Weil Ihr Partner gestern erst mit dem Wagen einkaufen war, müssten Sie eigentlich den Fahrersitz verstellen. Aber das macht Ihr Auto nun ganz automatisch für Sie. Es heißt, es passt die Sitzposition automatisch an, die Spiegeleinstellungen. Aber, und das ist das andere gegenüber dem, was wir heute schon haben, es passt auch den Fahrkomfort, das Ansprechverhalten der Lenkung sowie das Handling an, an Ihr Fahrverhalten, an Ihre Fahrgewohnheiten, genau zugeschnitten auf Ihre persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse. Dabei gleicht ein Auto wie der EVOS seinen Kenntnisstand über die Gewohnheiten und das Leistungsvermögen des Fahrers sogar gleich auch mit Daten aus der Cloud über die Witterungsverhältnisse und die Straßenqualität ab, um etwa das Bremssystem oder die Federung entsprechend abzustimmen. Das Ergebnis, ich sagte es, ist wirklich ein Höchstmaß an Fahrkomfort. Das Ergebnis heißt aber auch mehr Sicherheit. Und das Ergebnis ist vor allem etwas, von dem viele Menschen glauben, dass es eher verloren geht, Fahrvergnügen ohne Ende. Hinzu kommt, das Auto kann auch andere elektrische Geräte bedienen, vom elektrischen Garagentor bis hin zur Beleuchtung im Haus, die sich ausschaltet und Energie spart, sobald sich der Nutzer auf den Weg gemacht hat. Die Frage, hast du den Herd ausgeschaltet, erübrigt sich dann in Zukunft. Das Auto denkt automatisch mit. Gehen wir davon aus, das sei nun alles der Fall. So sind Sie nun auf dem Weg ins Büro und Ihr Auto sucht für Sie die beste Route, je nach Tageszeit, Verkehrslage, Wetterbedingungen, sogar den individuellen Vorlieben der jeweiligen Fahrer. Ihr Partner fährt lieber Autobahn, Sie lieber Landstraße, kein Problem, das Auto kennt Sie und zieht Ihre Vorlieben in die Routenplanung mit ein. Und weil Sie sich am Tag zuvor erst ein neues Hörbuch im Internet gekauft und nur die erste Hälfte gehört haben, kann das Auto über die Cloud auch darauf zurückgreifen und das Hörbuch an der Stelle fortsetzen, an der es weitergehen soll. Das gilt natürlich auch für Musik oder Filme. Wenn Sie also beispielsweise auf dem Weg in den Urlaub sind, können Ihre Kinder hinten fernsehen und das als Livestream direkt aus Ihrer Cloud, wo Sie zuvor einen Film hinterlegt haben. Während der Fahrt kann Ihr Fahrzeug auch die Effizienz Ihres Motors optimieren und das Auto kann auch selbstständig entscheiden, zum Beispiel je nach gewählter Route, ob es besser elektrisch oder mit Verbrennungsmotor fährt. Denn anhand der Informationen aus der Cloud kann der Antrieb die ideale Verteilung der verschiedenen Antriebsmodi errechnen
und dabei wiederum eine große Menge an Informationen berücksichtigen. Individuelle Verhaltensmuster des Fahrers, Staumeldungen des Fahrers, Staumeldungen natürlich der Verkehrsleitstellen, aktuelle Pollenfluginformationen, die aktuelle Wetterlage oder auch Emissionsschutzzonen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Städte und Gemeinden in Zukunft einzelnen Straßen oder Fahrbahnen sperren oder einen bevorzugten Zutritt nur für Elektrofahrzeuge geben. Und Ihr Auto wiederum kann auch erkennen und dann das erkennen und automatisch auf Elektroantrieb umschalten, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Ihr Fahrzeug wird Ihnen in Zukunft automatisch bei der Parkplatzsuche helfen können, wie auch Aufladestationen für Fahrzeugbatterien anzeigen und Ihnen helfen, diese zu finden. Und last but not least, das wünsche ich Ihnen natürlich nicht, sollten Sie einmal dennoch in die Situation, nämlich in die Notsituation kommen und einen Unfall haben. Ihr Auto erkennt in Zukunft auch das, stellt Ihre genaue Position fest, ruft die örtliche Notrufzentrale an und informiert die Leitstelle in der jeweiligen Landessprache über den Unfall und den exakten Unfallort. Meine Damen und Herren, zum Teil klingt das noch etwas futuristisch, wirklich visionär, aber das ist es gar nicht. Das befindet sich in Entwicklung und das wird es bald in Fahrzeugen geben. Es sind Entwicklungen, die durchaus technisch machbar sind, auf die wir auch nicht mehr unendlich lange warten müssen. Das alles kommt, es ist sicher, das zeigt der Ford Evos Konzept. Im Übrigen geht Ford auch bei den Antrieben neue Wege, deswegen auch das Thema Plug-in-Hybrid-Technologie. Genau da haben Sie die langen Reichweiten. Sie können aber dort, wo es Schutzzonen gibt, rein elektrisch fahren. Eine hervorragende Möglichkeit, genau all die Informationen sinnvoll zu nutzen. Und diese Hybrid-Technologie haben wir auch in dem EVOS. Wir haben sie aber auch in Fahrzeugen, die schon im nächsten Jahr hier auf den Markt kommen werden. All das und noch weitere Entwicklungen sind aus guten Kooperationen heraus entwickelt worden. Ich sprach Microsoft an, die Sprachsteuerung mit Nuance, aber auch neue Wege der Kooperation gehen wir in der Weiterentwicklung der Hybrid-Technologie und der Telematik in einer Zusammenarbeit mit Toyota. Wir müssen die Besten zusammenfügen, die besten Lösungen möglichst schnell zu kriegen, die dann die Menschen auch im Volumen nutzen können, denn dann haben wir der Verkehrssicherheit wirklich einen Dienst erwiesen und auch dem Verkehrsfluss, denn wenn möglichst viele Fahrzeuge so ausgestattet sind, dann können wir den Verkehrsfluss optimieren. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben die Zukunft im Blick in jeder Beziehung. Wir arbeiten an Lösungen, die das Leben unserer Kunden im Straßenverkehr und die Mobilität insgesamt sicherer, sauberer, vor allem aber auch schöner und komfortabler machen. Und Autofahren, das ist damit klar, das wird auch in Zukunft Spaß und Freude machen. Das soll es auch, vielleicht sogar noch mehr als heute. Vor allem, und das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, wenn Sie in einem Ford sitzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Mattes. Bevor wir vom Fahrvergnügen zur Freude am Fahren kommen und zu BMW überleiten, wir haben eine ganze Reihe von Fragen bekommen für Herrn Mattes. Ich darf die kurz mal anreißen. Eine ohne Namensnennung. Sie haben schon gesagt, Fahrzeug im nächsten Jahr. Wie viel EVOS steckt im neuen oder nächsten Ford Mondeo? Stichwort Cloud. Nur eine ganze Menge. Erstens einmal, was die Formgebung angeht, das Design, das der EVOS vorgibt, ist für unsere zukünftigen Serienfahrzeuge auch der Maßstab. Zweitens werden wir natürlich intelligente Verbindungs- und Vernetzungslösungen zukünftig auch in den Fahrzeugen haben, die wir in Europa haben. Das heißt also, Sync und die Weiterentwicklung von Sync wird natürlich auch im zukünftigen Mondeo erhältlich sein. Und dann haben wir noch eine Frage aus dem Publikum von Frank Dettke von Mischke Hoffmann und Partner. Welches werden die zukünftigen Differenzierungsmerkmale der einzelnen Fahrzeuge / Marken sein? Nun, dererlei gibt es immer noch sehr viele. Sie können über Qualität, über das Thema Sicherheit, auch über das Thema nachhaltige Mobilität und insbesondere smarte technologische Lösungen und dann das Gesamtpackage des jeweiligen Fahrzeuges, Ihr Fahrzeug und Ihre Marke von anderen Marken noch sehr, sehr gut differenzieren. Letztlich natürlich auch über die Formgebung. Und eine letzte Frage hat uns aus dem Publikum erreicht, Stichwort Update, Sie haben es gerade genannt, Sync ist so ausgelegt, dass ich es updaten kann. Bezieht sich das auf die Software oder auch auf die Hardware im Sinne von, dass es da Module gibt, wenn leistungsfähige Prozessoren für neue Benutzeroberflächen oder sowas anstehen? Nein, hier geht es um die Software-Updates, alles Weitere wäre insbesondere in der Infrastruktur des Fahrzeuges dann zu weitgehend.
Herzlichen Dank, Herr Mattes, auch für die Beantwortung unserer Fragen. Und ja, meine Damen und Herren, der Applaus gehört Ihnen.